Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Brinkhaus, ich habe Ihnen wirklich sehr aufmerksam zugehört und ich danke Ihnen für das Angebot, konstruktiv mit uns als neuer Regierung zusammenzuarbeiten. Wir Grünen, wir waren selber viele Jahre in der Opposition und wissen es zu schätzen. Ein gutes Verhältnis zwischen Regierung und Opposition ist gerade in Zeiten von Krisen, ist gerade angesichts der Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, notwendig. Aber ich habe Ihnen auch sehr genau zugehört bei dem, was Sie gesagt haben. Und da kann ich nur sagen, es wurde dringend Zeit. Es wurde dringend Zeit, dass dieses Land endlich eine neue Regierung bekommt. Eine Regierung, die handelt. Eine Regierung, die die Herausforderungen der Zukunft endlich angeht, die etwas möglich macht, die nicht nur darüber spricht, was nicht geht. Herr Brinkhaus, Sie haben hier einen sehr energischen Vortrag gehalten. Aber so energisch haben Sie nicht regiert in den letzten Jahren. Ihre Regierungspolitik bestand immer nur aus den kleinen Schritten. Ihre Regierungspolitik bestand immer nur daraus, das dann zu tun, wenn es wirklich gar nicht mehr anders möglich war. Und das größte Thema, wo das exemplarisch ist, dass Sie eben nicht gehandelt haben, das ist der Kampf gegen die Klimakrise. Nirgends wurde in den letzten Jahren so wenig das Notwendige getan wie hier. Und es ist bezeichnend, Herr Brinkhaus, dass das Konkreteste, was Sie zum Thema ökologische Nachhaltigkeit in Ihrer Rede gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeitswochen im Deutschen Bundestag sind. Das ist keine konkrete Maßnahme. Wir legen einen Koalitionsvertrag vor, mit dem wir endlich ins Handeln kommen. Diese Koalition hat sich darauf verpflichtet, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Und ehrlich gesagt, Herr Brinkhaus, eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Das schulden wir unseren Kindern, das schulden wir kommenden Generationen, dass alle, die hier in diesem Bundestag dafür gewählt sind, Verantwortung zu tragen, auch dafür sorgen, dass unsere Kinder im Jahr 2050, wenn der Pariser Klimavertrag sein Ziel definiert hat, dass sie da in einer Welt leben, die noch lebenswert ist. Das sollte selbstverständlich sein. Und natürlich ist das, was vor uns liegt, eine große Herausforderung. Das Tempo des Wandels, das wir jetzt brauchen, um diese Ziele noch zu erreichen, sind eine große Herausforderung. Aber auf der anderen Seite liegt darin auch eine große Chance. Wir können miteinander, wenn wir handeln, die 2020er Jahre, die so entscheidend sind im Kampf gegen die Klimakrise, zum Jahrzehnt des Klimaschutzes machen. Im Bereich der Energieerzeugung bringen wir endlich das Tempo in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Jahrelang haben wir Energieminister in diesem Land erlebt, die sich absurderweise irgendwie als Ausbaubremse der erneuerbaren Energien verstanden haben und nicht als Motor. Das ändern wir jetzt. Wir hatten sogar die absurde Situation hier im Deutschen Bundestag, dass selbst die Wirtschaft darum betteln musste, dass der Ausbau der Erneuerbaren vorankommt, dass sie Briefe schreiben musste an Peter Altmaier, damit endlich etwas passiert. Mit diesem Koalitionsvertrag leiten wir die Wende ein. Wir haben gesagt, 80% erneuerbare Energien am Stromverbrauch bis zum Jahre 2030. Das ist das konkrete Ziel. Und wir unterlegen das auch mit Maßnahmen. Mit einer Solarpflicht auf allen geeigneten Dächern, mit verbindlichen Flächenzielen für die Windkraft und mit einer deutlichen Beschleunigung von Planungsprozessen. Gleichzeitig ziehen wir den Kohleausstieg vor und retten damit die Dörfer im Rheinischen Revier. Es ist eine Frage des Schutzes von Heimat, dass Menschen nicht mehr aus den Dörfern ausziehen müssen, die sinnlos abgebaggert werden zugunsten einer Kohlepolitik, die gegen die Zukunft unserer Kinder steht. Aber wir denken die Klimaneutralität in allen Sektoren, das heißt auch in der Verkehrspolitik. Diese Koalition hat klar gesagt, wir steigen aus dem Verbrennungsmotor aus. Wir schaffen 15 Millionen neue Elektroautos bis 2030. Wir bauen die Infrastruktur für die Elektromobilität. Und wir stecken mehr Geld in den Ausbau der Schiene und in den ÖPNV. Und wir werden den Bundesverkehrswegeplan überprüfen. Und ich freue mich auch darauf, dass wir in dieser Koalition jetzt einen Verkehrsminister haben, der sagt, er ist der Anwalt der Fußgänger und Radfahrerinnen. Herr Wissing, da nehmen wir Sie beim Wort. Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit. Und im Bereich der Wirtschaftspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, da begründen wir eine neue Zeit.
indem wir ausgerechnet das Wirtschaftsministerium zum Klimaschutzministerium machen, machen wir Schluss mit alten Gegensätzen. Wir Grünen haben schon vor vielen Jahren plakatiert, zwischen Wirtschaft und Umwelt, da gehört kein Oder. Und es ist gut, dass diese Erkenntnis jetzt endlich auch in der deutschen Bundesregierung angekommen ist. Und ich sage Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen, große Teile der Wirtschaft, die muss man davon gar nicht mehr überzeugen. Denn die wissen, dass nur in der Klimaneutralität ihre wirtschaftliche Zukunft liegt. Die alten großen Industrien in diesem Land, Stahl, Chemie, Aluminium, Kupfer und Zement, die warten nur darauf, dass diese Regierung endlich den Startschuss gibt zum Umbau Richtung klimaneutrale Produktion. Und auch die Automobilindustrie, die Luftfahrt, der Schiffbau, die alle wissen, dass sie nur mit einer klimaneutralen Mobilität, mit einer klimaneutralen Produktion in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein können. Uns alle eint übrigens auch der Wunsch, dass Deutschland eine Infrastruktur hat, die funktioniert. Und Herr Brinkhaus, Sie haben ja eben gesagt, die Grünen stünden nicht für Nachhaltigkeit finanziell. Ich halte es für absolut nicht generationengerecht und für absolut nicht nachhaltig, unsere Infrastruktur so verrotten zu lassen, dass die Rechnung von künftigen Generationen gezahlt werden muss. Das ist finanziell nicht nachhaltig. Im Gegenteil, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich mich dafür schämen muss, dass die Autobahnbrücken für den Lkw-Verkehr gesperrt werden, weil sie einsturzgefährdet sind, weil niemand in sie investiert hat in den vergangenen Jahren. Ich will nicht in einem Land leben, in dem ich mich dafür schämen muss, dass es Regionen gibt, in denen das Internet für die Menschen gerade mal so schnell ist, dass sie eine E-Mail hochladen können und in dem sie in einem einzigen Funkloch wohnen. Und ich will auch nicht in einem Land leben, in dem ich mich ständig darüber ärgern muss, dass die Bahn zu spät kommt oder gar nicht kommt, weil es keinen Anschluss gibt, weil wir nicht in das notwendige Schienennetz investiert haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir in dieser Woche einen Nachtragshaushalt vorlegen, der finanzielle Spielräume ermöglicht. Die unterlassenen Investitionen aus der Corona-Krise, die können wir jetzt tätigen und die können wir gleichzeitig einsetzen zur Bekämpfung der Klimakrise. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, die Veränderungen, die vor uns liegen, die verursachen auch Verunsicherung. Und wir als Koalition, wir geben darauf auch eine Antwort. Mich hat im Sommer eine junge Frau gefragt, die in einem großen Chemiekonzern ihre Ausbildung gemacht hat, wird das, was ich hier lerne, eigentlich in Zukunft noch gebraucht? Und darauf geben wir eine klare Antwort als diese Koalition. Das, was sie gelernt hat, aber das, was alle Menschen in diesem Land an Fähigkeiten mitbringen, das wird in Zukunft nicht nur weiterhin gebraucht, das brauchen wir sogar dringender denn je. Denn ihre Fähigkeiten, eure Fähigkeiten, die Innovation, die Ideen der Menschen in diesem Land, die sind das, was dieses Land stark macht. Und deswegen haben wir in diesem Koalitionsvertrag erklärt, dass dieses Land zur Weiterbildungsrepublik umgebaut werden muss, dass wir in allen Lebenslagen, sei es in Ausbildung, im Beruf oder auch in der Arbeitslosigkeit, die Weiterbildung so fördern, dass jeder und jede in Zukunft die bestmöglichen Chancen hat, auch in einer neuen Arbeitswelt. Und Sicherheit bedeutet übrigens auch, dass ein Land einen Sozialstaat hat, der die Menschen auffängt, wenn es einmal nicht so gut geht, der sie bei Arbeitslosigkeit unterstützt, der Respekt und Förderung und Unterstützung in den Mittelpunkt stellt und nicht Sanktionen. Auch da leitet dieser Koalitionsvertrag eine Wende ein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Und meine Kinder, die haben den Wunschzettel an den Weihnachtsmann schon geschrieben. Und die freuen sich auf Weihnachten und ich freue mich auch mit ihnen auf Weihnachten. Ich finde Heiligabend etwas Wunderschönes. Aber für viele Familien in diesem Land wird das anders sein. Es wird zu viele Eltern in diesem Land geben, die mit großen Bauchschmerzen auf Heiligabend schauen, weil sie wissen, dass das Geld vielleicht nicht für die Geschenke reicht. Und die ihren Kindern nachher erklären müssen, wenn die zurück in die Kita gehen, warum der Weihnachtsmann ihnen so viel weniger an Wünschen erfüllt hat als anderen Kindern. Das bricht mir das Herz. Und ich finde es richtig und wichtig, dass dieser Koalitionsvertrag darauf jetzt endlich eine Antwort gibt. Dass wir klar sagen, Kinder haben im Hartz-IV-System nichts verloren. Sie gehören da nicht rein. Kinder sind keine kleinen Arbeitssuchenden. Kinder sind Kinder. Sie haben ein Recht darauf, dazu zu gehören. Sie haben ein Recht auf ein gutes Aufwachsen und dass dieser Staat ihnen auch alles dafür garantiert, was sie brauchen. Und genau deshalb ist es so ein Riesenerfolg, dass in diesem Koalitionsvertrag endlich eine Kindergrundsicherung verankert wurde, die diesen Kindern das auch ermöglicht.
Dringend Zeit ist es übrigens auch, dass wir in einem Land leben, in dem eine Politik gemacht wird, wo die Menschen in all ihrer Vielfalt akzeptiert werden, mit all ihren Lebensentwürfen willkommen geheißen werden, anerkannt werden, unterstützt werden und respektiert werden. Das hat dieser Koalitionsvertrag noch einmal deutlich gemacht, mit wichtigen Reformen wie der Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, mit mehr Rechten für alle Familienformen, mit einem echten Schutz vor Diskriminierung und mit einer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Und ich muss das auch in Richtung insbesondere der CSU sagen. Es ist gut, dass dieses Land nicht mehr von einer Partei regiert wird, die immer wieder in familienpolitischen und gesellschaftspolitischen Debatten unterschiedliche Familien- und Gesellschafts- und Lebensentwürfe gegeneinander ausspielt. So wie Frau Bär das jetzt vor kurzem noch einmal beim Thema der Verantwortungsgemeinschaften gemacht hat. Ich kann es nicht verstehen. Was ist so schlimm daran, Menschen mehr Rechte und mehr Sicherheit zu geben? Niemandem, wirklich niemandem wird etwas weggenommen, wenn jemand anderer mehr Rechte bekommt. Und sie sind sogar mit Pflichten verbunden. Lesen Sie das mal ordentlich durch. Diese neue Regierung hat ihre Arbeit aufgenommen in einer extrem schwierigen Zeit. Wir befinden uns mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Es war richtig und wichtig, dass wir miteinander die Arbeit schon aufgenommen haben, bevor diese Regierung sich überhaupt konstituiert hat, denn wir mussten die Menschen schützen. Dafür sind wir hier gewählt. Und ich finde es auch richtig und wichtig, dass wir endlich die Debatten über Corona wieder an den Ort zurückgebracht haben, wo sie hingehören, nämlich in den Deutschen Bundestag. Wir sind diejenigen, die schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wir sind diejenigen, die miteinander abwägen müssen. Und wir haben gezeigt, dass wir das schnell und verantwortungsvoll machen können. Jetzt steht es an, so viele Menschen wie möglich dabei zu unterstützen, dass sie sich impfen, insbesondere auch die Kinder, die Eltern dabei zu beraten, dass auch die Kinder sich impfen werden. Und wir müssen aber auch uns alle miteinander einmal die Zeit nehmen, zurückzuschauen in den vergangenen Sommer. Denn wir alle haben es gemeinsam nicht geschafft, Millionen von Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Das müssen wir uns alle miteinander fragen, warum das nicht funktioniert hat. Denn Impfen ist der einfachste, der sicherste, der unkomplizierteste, der beste Weg raus aus dieser Krise. Und wir haben das nicht geschafft. Und meine Antwort darauf ist, Prävention ist unheimlich schwierig. Menschen auch von Prävention zu überzeugen, zu handeln dann, wenn sie noch gar nicht so genau erkennen, dass es wirklich notwendig für sie ist. Da müssen wir alle besser werden. Prävention hat in der Vergangenheit zu wenig Spielraum in den Debatten im Deutschen Bundestag genommen. Und Herr Brinkhaus, Sie haben ja das Angebot zur konstruktiven Zusammenarbeit gemacht. Und bei diesem Thema Prävention, da möchte ich Sie wirklich einladen. Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts, das entscheidend sein wird mit Blick auf Prävention. Wir sind die Generation, die es in der Hand hat, die Klimakrise zu bekämpfen. Die Aufgabe, die vor uns liegt, die ist so groß. Das werden wir nur alle gemeinsam schaffen. Dafür braucht man die demokratische Opposition genauso wie die Regierungsfraktionen. Meine Kinder werden im Jahr 2050 ungefähr so alt sein, wie ich das heute bin. Die werden mich einmal fragen, was habt ihr damals eigentlich gemacht? Und ich möchte, dass wir alle, die wir hier Verantwortung übernehmen, unseren Kindern, all den Kindern in diesem Land in Zukunft sagen können, wir haben das geschafft und wir haben das gemeinsam gemacht. Vielen Dank, Frau Kollegin Dröge. Katharina Dröge, die neue Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, hier mit ihrer ersten großen Rede. Eine beherzte Rede. Sie hat gleich Ralf Brinkhaus gelobt. Er habe einen engagierten Vortrag gehalten, aber sie wundere sich, dass dieses in der Regierung Merkel, dass man dort nicht entschlossen gehandelt hat. Sie hat dann die einzelnen Felder abgehandelt, wo dringend ihrer Meinung nach Handlungsbedarf besteht, so wie sie ja auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben sind. Und am Schluss dann die Aufforderung, nochmal die Aufforderung an die Opposition, konstruktiv gerade bei dem Klimathema mitzuarbeiten.